herzlich willkommen bei meinem kläglichen Versuch, einen Weekly-Vlog für euch zu machen. Ihr habt es euch auf Instagram gewünscht, dass ich euch mal ein bisschen mehr durch meinen Alltag nehme, als das, was ich wohl in den Stories poste, was halt auch nicht so wahnsinnig viel ist. Deshalb habe ich mir jetzt mal meine Kamera geschnappt und werde mal versuchen, das zu machen. Was dabei rauskommt, kann ich euch natürlich auch noch nicht sagen. Ich kann euch jetzt schon mal versprechen, dass ihr viele weirde anderen Looks von mir sehen werdet, weil ich halt zu Hause immer ziemlich gemütlich rumsitze und nicht gerade gestylt, außer ich drehe halt gerade etwas oder bin geschäftlich unterwegs. Ich habe heute super, super viel am Computer gesessen und Videos für euch geschnitten. Ich habe meine Mails gemacht und einige Skripte geschrieben und Instagram-Beiträge bearbeitet. Und jetzt wollte ich mich mal darum kümmern, hier so ein bisschen aufzuräumen. Nach meinem Geburtstag ist hier nämlich quasi das komplette Chaos ausgebrochen. Und hier auf dem Boden liegen noch meine Geschenke rum, so teilweise. Und da wollte ich euch mal ein paar schöne Dinge zeigen, die mir geschenkt wurden. Meine Freunde waren alle krass kreativ und haben mir ein bisschen was gezeichnet. Die liebe Jenna hat mir einen Baby-Yoda gemalt. Ist der nicht unfassbar niedlich? Ich liebe den total. Und dann hat die Kiwi mich gezeichnet. Ich finde es total schön geworden, vor allem mit dem Gold. Holy Guacamole, so hübsch bin ich doch gar nicht. Und Debbie hat mir einen Gilderoy Lockhart gemalt. Das finde ich so unfassbar cool mit einem tollen Zitat. Generell haben sich meine Freunde immer sehr viel Mühe gegeben bei ihren Karten. Die ganzen Karten habe ich auch natürlich aufgehoben. Ich weiß nicht, seid ihr auch so Kartensammler? Ich kann das irgendwie nicht wegschmeißen. Wenn ich Karten von meinen Freunden kriege, dann muss ich die zwanghaft aufbewahren. Und da sind so schöne dabei. Hier zum Beispiel steht drauf, du bist grandios, fantastisch, bezaubernd und so weiter und so weiter. Oder die hier mit diesem tollen Einhorn finde ich auch genial. Und bei der habe ich gesagt, die muss ich euch unbedingt zeigen. Ist sie nicht grandios? Und dann gibt es noch diese mega, mega, mega Karte von der Jenny, über die ich mich total gefreut habe, weil sie hat quasi alles draufgepackt, was ich gerne mag. Und das ist so schön. Ich meine, wir haben hier Cody mit einer Avocado. Hallo, kann ich mehr verlangen in meinem Leben? Vermutlich nicht. Hier unten auf dem Boden ist nur ein kleines Chaos. Ich habe mir diesen Popcorn-Eimer, von dem ich noch nicht so ganz weiß, was ich damit machen soll. Und dieses wunderschöne Bild, das liegt natürlich jetzt genau falsch rum. Hier ist es nämlich mit meinen Geburtsdaten. Es ist so wunderschön. Dafür muss ich noch einen Platz finden, aber ich weiß ja nicht so genau wo. Und dann habe ich hier noch so 1 Million Karten und Bilder. Ja, da muss ich auch noch gucken, was ich damit mache. Das habe ich zum Beispiel von der Yavi geschenkt bekommen. Das ist wunderschön. Das habe ich auch noch bekommen. Das ist wunderschön. American Horror Story. Heute steht zum Glück auch gar nicht mehr so viel an. Ich bin jetzt, wie gesagt, mit Arbeiten fertig. Gleich kommt Jenny nach Hause und dann wollen wir noch mal die Ausschnitte von Adam Driver bei den Golden Globes und den BAFTAs schauen. Am Sonntag sind ja die Oscars. Da freue ich mich schon auf. Ich werde jetzt kochen und mich dann in den Feierabend verabschieden. Hallo und guten Mittag, wie man vielleicht im Hintergrund gesehen hat, habe ich eben ein bisschen gefilmt. Heute ist Freitag und eigentlich wollte ich erst Montag filmen, aber irgendwie war ich mit meiner ganzen Arbeit am PC schon fertig. Und dann dachte ich, leg ich doch mal los und mache heute schon mal zumindest so ein paar kleine Videos und drehe ein bisschen, dann habe ich das schon mal erledigt. Und gestern Abend habe ich den Film 1917 gesehen. We need to talk, people. Das ist auch ganz schön für dieses Format, weil so kann ich auch über meine Kinobesuche und so ein Kram reden unter der Woche. Ich bin völlig geflasht von dem Film. Also der hat mich komplett ruiniert und zerstört. Die Schauspieler waren halt beide so genial und ich glaube, ich habe bei einem Film noch nie so viel Angst um die Figuren gehabt. Ich war hin und weg, wirklich. Ich habe heute Morgen, als ich die Texte geschrieben habe, die ganze Zeit nur den Soundtrack gehört und ohne Mist, das hat... Das ist, glaube ich, einer der besten Filme, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich jetzt auf mein Leben klarkommen soll. Ich habe dann danach mich noch ein bisschen abgelenkt und die zweite Staffel Fleabag endlich angefangen. Und abends dann noch ein wenig gelesen. Und das kann ich euch ja schon mal hier zeigen. Ich habe nämlich Auszüge aus Kingdoms of Smoke, Dämonenzorn von Sally Green gelesen. Auch voll gut. Dieses Format gefällt mir jetzt schon, weil ich euch so viele random Sachen zeigen kann, die ich euch in normalen Videos nie zeigen würde, weil
Why? Das ist der zweite Band der Reihe und oh mein Gott. Es endete natürlich wieder am spannendsten Punkt. Das sind, glaube ich, die ersten 90 Seiten. Ich war sofort wieder drinne. Ich dachte am Anfang, oh, ich komme da nie wieder rein. Das ist so lang her und es ist so komplex alles. Aber ohne Mist, nach 5 Sätzen war ich total drinne und es war so spannend. Ich habe es in einem Zug verschlungen und ich freue mich schon total, weil ich nämlich auf der Buchmesse auch noch Sally Green treffen darf. Und ja, ich hatte auf Instagram dazu ja auch einiges gepostet. Ich weiß gar nicht, wie viele von euch überhaupt auf Instagram mir folgen und da gucken, aber da findet ihr eigentlich alle möglichen anderen Sachen. Also folgt mir da gerne, wenn ihr Lust habt. Ich hatte heute auch so viel Puffer irgendwie, dass ich noch ein Video über meine Lieblingstrilogien ganz spontan gedreht habe. Ich hatte nämlich irgendwie total Bock, nochmal meine Lieblingstrilogien rauszukramen. Gerade rendert vor mir noch der Januar Book Haul, den ihr auch demnächst dann sehen werdet. Und ansonsten für heute habe ich noch vor, dass ich mich mit einer Freundin treffe. Und morgen ist auch schon unsere Nerdizismus-Live-Show. Da freue ich mich total drauf. Und ich bin auch sehr gespannt, wie viele von euch so kommen werden nach Leverkusen, um uns live beim Podcast zuzuhören. Ja, wo ich doch jetzt hier schon mal bin und mein Set aufgebaut habe, kann ich euch das ja mal zeigen. Hallo, liebe Kamera. Hallo, hallo, hallo. Das ist quasi immer, was ich sehe, wenn ich mit euch rede. In einem Video. Hier steht mein wunderschönes Ringlicht und meine Kamera. Mein Mikrofon, das ich semi-professionell immer an mein Ringlicht ballere. Und dann habe ich auch noch 2 Softboxen. Bitte schaut nicht aufs Bett, es ist furchtbar. Ja, das Cody. Den habe ich für ein Video kurz rausnehmen müssen, weil der ein bisschen dumm im Hintergrund stand. Und dann stehen hier immer 2 Softboxen. Und wenn wir uns umdrehen, dann sieht man, wow, mein Bücherregal. Ich bin immer noch so verliebt, wenn ich es anschaue, weil es einfach so wunderschön ist. Und es ist so riesig, dass es einfach nicht auf das Bild passt. Ich habe jetzt übrigens überlegt, das habe ich euch ja im Video gezeigt, dieses schöne Bild, das ich von meinem Freund mit meinem Sternbild bekommen habe. Das habe ich jetzt erstmal hier hingestellt, weil ich noch nicht so ganz weiß, wohin, weil ich einfach noch nicht so richtig Platz gefunden habe. Ja, ich denke, ich nehme euch morgen auch mit zur Live-Show, zumindest so ein kleines bisschen. Und ja, ansonsten ist am Sonntag noch das Halsey-Konzert, da freue ich mich mega drauf. Und dann sind ja auch die Oscars. Ah, what a weekend. Ich bin mittlerweile fertig mit dem Filmen und habe mich etwas grummeliger angezogen, wie man vielleicht sieht. Aber ich habe ein mega cooles Paket bekommen. Ich war schon ein bisschen verwundert, weil angeblich kommt es aus Montana. Es kommt natürlich vom Heine Verlag. Ich habe bisher auch wirklich nur so reingeguckt und das sah schon so cool aus. Ja, und ich dachte, ich kann das jetzt mal mit euch teilen, weil normalerweise würde ich das ja einfach nur in einem Instagram-Foto euch zeigen. Aber dank dieser tollen Vloggeschichte hier kann ich euch direkt vorlesen, was hier steht. Oh, das war am 26.01. losgeschickt. Dear Miss Kite, mit großer Freude dürfen wir Ihnen heute mitteilen, dass Sie für das Studium am Redstone College angenommen worden sind. Herzlichen Glückwunsch! Ich bin zwar schon längst fertig mit meinem Studium, aber nun gut. Die Hashtags sind Wir sind das Feuer oder Wir sind Redstone. Und es gibt auch eine Instagram-Seite, die ist @ Wir unterstrich sind unterstrich Redstone. Was so richtig witzig ist, es gibt hier noch so einen Stempel und eine Literaturliste. Es geht übrigens um dieses Buch hier, Wir sind das Feuer von Sophie Bichon. Ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, um ehrlich zu sein. Aber das lässt sie ja schnell nachgucken. Oh, sie ist in Augsburg geboren. Entschuldige, Sophie, wenn ich da... Sophie Bichon? Jetzt vielleicht? Ah, ich bin immer so schlecht mit Nachnamen und gebe mich immer hart Schämen, aber das Buch sieht wunderschön aus. Also, es tut mir leid, liebe Sophie, wenn ich deinen Nachnamen falsch ausgesprochen habe. Mit in dieser coolen Kiste ist dann auch noch ein Notizheft von dem Redstone College. Das ist so ein ganz Marketing. Currently living in Redstone, eine Postkarte, ein Sticker und da drehe ich komplett durch, weil ich liebe Reese's. Also ich liebe Reese's, aber die gibt es so selten irgendwo zu finden. Und dann gibt es noch nur einen Button und ein voll schönes Lesezeichen. Und natürlich darf nicht fehlen ein YouTube-Beutel, weil ich noch nicht 8 Millionen YouTube-Beutel habe. Geht es euch aus? Habt ihr auch so viele? Habt ihr einen YouTube-Beutel voll mit YouTube-Beuteln? Mir geht es auf jeden Fall so.
Ich finde es sehr cool, dass die auf beiden Seiten bedruckt ist. Mega, die nice Idee. Dankeschön, lieber Heine Verlag. In der 6. Klasse hatten wir so eine Karnevalsfeier von der Schule aus. Und ich wollte halt nicht irgendwas Langweiliges sein, ich wollte nur Skywalker sein. Oh. Und dann haben wir ja bei jedem, glaube ich, die Sachen zusammengekauft. Und es sah ein bisschen, ja, aus wie ein Kartoffelsack, aber. Egal. Aber egal. Man hat es gefühlt. Aber egal, man hat es gefühlt. Hauptsache, die Macht war mit dir. Immer. Morgen, es ist Sonntag. Wir hatten gestern unsere tolle Nerdizismus-Show. Da habe ich euch ja auch ein bisschen. Wir machen uns alle gerade Gesichtsmasken. Alle, ich. Ja, ich mache mir jetzt gleich auch meine. Wir hatten gestern unsere tolle Nerdizismus-Show. Da habe ich euch ja auch ein bisschen was von gezeigt. Und wir haben gerade unsere Bingos ausgedruckt für die Oscars. Das ist unser Ballot für heute Abend. Und wir haben auch noch was ganz Besonderes ausgedruckt. Adam Driver Event Bingo! Das ist so großartig und ich liebe es. Black Tuxedo, das ist genau das, was ich eben nochmal gesagt habe. Cereal, Hand-Dry-Hair. Ne, hier, Kaugummi-Kauen. Kaugummi-Kauen und sowas, das ist so geil. Alle Sachen, die Adam halt sonst immer macht. Ich freue mich schon sehr auf die Oscars. Aber erstmal fahren wir zur Häuschen gleich! Es wird ein bisschen lustig und rasant heute, weil Sturmwarnung ist. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir da gut durchkommen. Aber man sieht unser Glitzer und das ist das Wichtigste. So, Kinders, Jenny und ich, wir sind bereit für die Oscars. Ich habe hier meinen Kaffee, die Boys waren schon dran. Jetzt, unser schönes richtig, Bingo. Unser Adam Driver Bild. Wo bleibt der? Ehemann, wo bleibst du? Ach, ProSieben, danke wieder für gar nichts. Wirklich, danke für gar nichts. Immerhin haben wir Adam eine Sekunde lang gesehen, aber da habe ich schon mehr auf Twitter gesehen, da war ich erfolgreicher. Ich bin ein bisschen beleidigt.